Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chance, diesmal eine Sonderedition. Sie sehen schon, Sie sehen mal mein Gesicht, während ich im Sprechen bin. Ich bin unterwegs mit Lorenz Manni, unserem Freund, und dem Joshua, meinem Sohnemann. Und das Besondere hier ist, wir übernachten in einem Bunker. Wir haben uns die Frage gestellt, wie ist das, wenn wir mal in einem Bunker übernachten? Und wir haben jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Und ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, wie unsere Bleibe hier ausschaut. Ich zeige jetzt mal, was diese Anlage zu bieten hat. Hier ist eigentlich der operative Teil dieser Anlage und das schauen wir jetzt an. Wie sieht es aus? Haben wir den Feind? Momentan ist noch nichts da. Aber ich weiß, er kommt. Hört mal. Hallo? Lorenz, zu Joscha. Der Feind nach. Sofort Anlagenummer oder egal. Oh, die sind so kindsgering. Sagt doch einfach, dass wir hier eine Artilleriebeobachter sind. Ende. Du Lorenz, erklär doch mal unseren Zuschauern, wie wir dazu kommen, hier zu pennen. Ja, also wir haben lange sondiert, bis wir eine Anlage gefunden haben, eine geeignete, wo schon Leute drin sich eingenistet haben. Und dann geht man einfach in der Nacht hin, bricht die Anlage auf und schon ist man drin, das ist ganz einfach. Kein Quatsch hier. Durch gute Beziehungen und gute Vorarbeit lernte ich diese zwei Herren, denen diese Anlage gehört, kennen. Und die haben freundlicherweise Made by Chance und Loma Outdoor eingeladen. Original Bunkertee. Mhm. Selber gemacht aus unserem schönen Bunkerofen. Es ist auch für uns ja das erste Mal, dass wir so in einer Anlage wie die Armee dazumal wohnen musste, leben musste. Ja, sollte uns die Decke auf den Kopf fallen, haben wir immer noch ein Nottelefon. Nur das Problem ist, wie bedient man sowas? Aufgrund des Zweiten Weltkrieges besitzen wir in der Schweiz ein großes Erbe an geheimnisvollen militärischen Objekten. Viele davon sind unzugänglich, zugemauert oder verschüttet. Einige wenige sind zu Touristenattraktionen geworden. Eine große Anzahl kann aber mit Hilfe eines Schlüssels besichtigt werden, der in der Hand von Männern liegt, die eine Liebe für das Land, seine Geschichte und auch seine seltsamen, vergessenen Bauwerke haben. Diese Männer sind der Grund dafür, warum wir überhaupt in der Lage sind, solche Filme zu drehen. Es ist die neue Generation von Festungswächtern. We'll be right back.
Wer oder was ist M&M? Das erste M steht für Mark. Das zweite auch. Vielleicht müssen wir zuerst klären, in welchem Gebiet M&M ihre Bunkersafari mit uns durchführen. Damit wir einen gewissen Überblick über unser Erkundungsgebiet erhalten, werden wir auf das sogenannte Gebensdorfer Horn geführt. Hier oben wurde in den Jahren 1939 und 40 ein großer Artilleriebeobachtungsturm geplant, der Bestandteil eines größeren Artilleriewerks werden sollte. Bis zur Fertigstellung dieser Anlage musste aber eine Übergangslösung gebaut werden, die etwa 2 Jahre halten sollte. Diese Übergangslösung steht nach 80 Jahren immer noch da. Der Artilleriebeobachter G2. Der Gitterturm ist ein Unikum, da er in der Schweiz der letzte seiner Art ist. Seine Tarnung funktioniert so, dass er nur bis knapp unter die Baumwipfel reicht. Beim Gebrauch kann die Plattform mit Hilfe einer Kurbel um 5 Meter angehoben werden. Das Problem? Es braucht 2 Männer, die dafür 20 Minuten lang hart an der Kurbel arbeiten. Ist die Plattform mal ganz oben, erhaschen wir einen Blick auf ein Gebiet, das eine Dichte an militärischen Objekten aufweist, wie sonst nirgends in der Schweiz. Das Gebiet im untersten Teil der Aare bei Bruck galt als die Angriffsachse der Deutschen und wurde deshalb von der 5. und 8. Division entsprechend zur Verteidigung ausgebaut. Auf unserer Bunkersafari stießen wir auf viele Kuriositäten. Objekte, von denen wir nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Da war zum Beispiel dieses Artilleriewerk, das aus der Sicht der Baugeschichte in den Kinderschuhen steckt. Aufgrund des Maginot-Desasters 1940 wurden die Arbeiten an der Limmat-Linie mitten im Prozess unterbrochen. Was hier an diesem Ort davon übrig blieb, ist ein gruseliger Bergwerkstollen. So sieht also ein Artilleriewerk aus, wenn der Zement seinen Weg zu ihm nicht gefunden hat. Es existieren aber auch Limmat-Linie-Artilleriewerke, die noch vor dem Frankreich-Überfall vollendet wurden. Eines davon befindet sich auf dem Geisberg oberhalb von Villigen, die Festung Besserstein. Die Anlage ist zu komplex, als dass ich mich orientieren könnte. Da ich mittlerweile schon einige Erfahrung mit solchen Festungen habe, versuche ich mir vorzustellen, wie es hier beim Betrieb ausgesehen hätte.
Die Kampfebene wurde für zwei Kanonen, ein Maschinengewehr und ein leichtes Maschinengewehr ausgerüstet. Und was heisst das 80-jährige Geschichte? Stinkhaft. Befindet sich eine Artilleriebeobachteranlage, die wir in dieser Bauart noch nie gesehen haben. Hier erhalten wir eine hübsche Aussicht auf den untersten Lauf der Aare beim Wasserschloss von Bruck. Die beiden M&M führten uns aber auch zu militärischen Objekten, die uns mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung brachten. Der Artilleriestand Stelly Nord wurde erst 1939 erstellt. Seine Bewaffnung stammt aber aus dem Ersten Weltkrieg. Es ist eine mobile 8,4 cm Feldkanone, gebaut von der Firma Krupp in Deutschland im Jahr 1879. Die Schweizer Armee erwarb von diesem Modell immerhin 440 Stück. Die Lafette selber wurde bei der Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte in Thun gefertigt. Dieser Bunker ist ein wahres Unikum. Mittlerweile ist wieder Abend geworden und ich höre es vom Hall her. Ich bin wieder in einer Bunkeranlage A3966. Eine Kommandopostenanlage der Grenzbrigade 5. Und das ist unsere neue Bleibe, wo wir übernachten werden. Gesucht in diesem Bunker, nämlich Türen. Bei Sprengversuchen der Abteilung für Luftschutz im Gasterntal ging es unter anderem darum, die Sprengwirkung einer 500 Kilo Fliegerbombe festzustellen, deren Zündung auf elektrischem Wege ausgelöst wurde. Unser Kameramann filmt die Sprengung aus der äußerst knappen Distanz von 250 Metern. Es ist das erste Mal, dass in der Schweiz eine so schwere Bombe explodiert. Der Rauchpilz ist eine stark verkleinerte Wiedergabe berühmter Vorbilder. Bundesrat Kobelt ist heraufgekommen, um die Untersuchungen zu verfolgen, die sich vor allem auf die Widerstandsfestigkeit einer halbkreisförmigen Mauer aus verschiedenartigem Material beziehen. Stahltüren wurden herausgerissen und weit fortgeschleudert.
Gepanzerte Türen haben große Splitterlöcher. Ich muss selten in meinem Leben erleben, dass wenn ich 100 Meter laufe, ich ungefähr 20 Türen aufmachen muss. Das Lustige an diesen Türen ist, dass aufgrund der Bunkerbau zu dieser Zeit noch nicht standardisiert war, ist jede Tür hier eine eigene Anfertigung und musste von Hand vermessen werden, angesetzt werden, eingebaut werden. Und das macht die Türen so besonders. Und hier gibt es wirklich viele. So, und hier sind wir in der Uranlage. Das war der erste Teil, der gebaut wurde, auch dort, wo wir geschlafen haben. Das war also eine Funkstation mit Betten. Es gibt einen Eingang, der verschlossen ist. Und hier dieser Ort, da konnte man rausschießen, wenn der Feind ja, unterwegs war, diese Anlage zu überfallen. Und das wurde immer wie größer gebaut, also es dauerte 2 Jahre. Und das können wir jetzt anschauen, ob wir noch durch viele Türen gehen. Es gibt hier Türen, die bis in die Tiefen des Kalten Krieges führen. Der Atomschutzunterstand F-5514 ist ein Relikt aus dieser Zeit. Während die Supermächte ihre Ressourcen dafür einsetzten, einander einzuschüchtern und an einem Atomschlag zu hindern, investierten die Schweizer in Konzepte, um einen Atomkrieg zu überleben. Im Rahmen der 5. Internationalen Konferenz über Zivilschutz, die in Genf tagte, orientiert eine große Ausstellung über die neuesten Schutz- und Hilfsausrüstungen. Dies ein vorfabrizierter Anti-Atombunker von 18 Tonnen Gewicht mit allem, was dazu gehört. Thomas Buomberger schrieb in seinem Buch «Die Schweiz im Kalten Krieg», dass der Kalte Krieg in Europa nirgends so kalt war wie in der Schweiz. Der Zivilschutz, eine der dringendsten Forderungen der Gegenwart, verlangt für jede Familie einen Schutzraum, für jeden Einzelnen einen Notvorrat und neuerdings als Ergänzung dazu den sogenannten Zivilschutzvorrat, der Gewähr bietet, dass auch bei längerem Aufenthalt im Schutzraum und ohne Kochmöglichkeit die Ernährung für 2 bis 3 Tage gewährleistet ist. Eine konzentrierte Schutzraumnahrung in Würfelform, die in warmem oder kaltem Wasser aufgelöst, aber auch trocken gegessen werden kann, wird heute schon vorbereitet. Na dann, guten Appetit. Der Kalte Krieg brachte in der Schweiz nicht nur unterirdische Systeme für den Zivilschutz hervor, sondern auch neue Festungskonzepte mit neuen Waffensystemen. Wir haben heute die Gelegenheit, in einen sogenannten Zenti-Bunker zu steigen. Das Wort Zenti stammt vom Centurion-Panzer, den die Schweizer Armee zwischen 1954 und 1960 insgesamt 226 Mal beschaffte. Nach dem Entscheid in den 80er Jahren auf eine Kampfwertsteigerung der Panzer zu verzichten, wurden Überlegungen darüber gemacht, was mit den einzelnen Elementen, insbesondere den leistungsfähigen Panzerkanonen, passieren könnte. Man entwickelte den Plan des verbunkerten Panzerturms in Sperren, kombiniert mit einem Geländepanzerhindernis. 1986 plante die Armee, über 100 solche Anlagen zu bauen. Nach dem Fall der Mauer waren es noch 28 und schließlich wurden nur 20 umgesetzt. Die letzten 3 wurden noch im Jahre 2003 realisiert. Und zwar bei einer Sperrstelle, die im Volksmund als Russensperre bezeichnet wurde.
Der Name war das Programm der Schweizer im Kalten Krieg. Bumberger spricht von einem rabiaten Antikommunismus, der die Schweiz zu ersticken drohte. Das Herzstück der Anlage war der Panzerturm des Centurion-Panzers. Die 10,5 cm Panzerkanone erhielt im Schartenbereich ein zusätzliches Panzerschild. Für die Zielerfassung bei Nacht oder künstlichem Nebel wurde ein Wärmebildzielgerät eingesetzt. Zum Schutz vor Artilleriebeschuss wurde das ganze Konstrukt mit einem Schutzbunker umgeben, welcher der umgebenden Landschaft angepasst wurde. Inmitten dieses Reliktes liege ich auf einer Pritsche und denke nach. Friedrich Dürrenmatt sagte mal, da wir keine Kriegshelden waren, wollen wir nun wenigstens die Helden des Kalten Krieges sein. Aufgrund ihrer Neutralität geriet die Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg in eine zwiespältige Rolle, die ihr später von den Siegermächten vorgeworfen wurde. War diese starke Angst vor den Russen ein Zeichen dafür, dass wir uns in diesem Krieg doch recht deutlich für eine Seite entschieden hatten? Es gibt noch weitere, weitaus exotischere Objekte aus dem Kalten Krieg in diesem Gebiet. Dazu gehören die sogenannten Vickers Panzerabwehrbunker. Der Vickers-Konzern hatte für die Briten die gleiche Bedeutung wie der Krupp-Konzern für die Deutschen. 1951 erhielten die Schweizer aus Großbritannien vier Vickers, 7,5 cm Fliegerabwehrkanonen. Diese sollten hier für die Panzerabwehr eingesetzt werden und wurden in getarnte Bunker verbaut. Diese Geschütze waren aber nur eine Leihgabe. Mittlerweile gibt es in der Schweiz keine solchen Kanonen mehr. Auf unserer Bunkersafari war der Kalte Krieg ein ständiger Begleiter. Der Höhepunkt davon war der Besuch im sogenannten Zentrallager S, im Artilleriewerk Rhein, einer Hochburg der geheimen Widerstandsorganisation P26. Als Brigadier Arthur Liner und Nationalrat Anton Keller das Depot im Jahre 1990 besuchten, fanden sie einen Betrieb in technisch modernstem und tadellosem Zustand. Aber auch in unserer Basis, dem Kommandoposten der Grenzbrigade 5, gibt es ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg, das mit nichts zu vergleichen ist. Es befindet sich im Aufenthalts- und Speisesaal. Es ist eine Wandmalerei aus den 60er Jahren, der Name des Kunstwerkes Kartoffelanbauschlacht. Noch immer sitzen wir im fünften Kriegsjahr mit unserer Familie am eigenen Tisch und haben zu essen, wenn auch Kartoffelbrot ab 1. März auf unseren Tischen erscheinen wird. Eine außerordentliche Kraftanstrengung vermochte seit Kriegsausbruch die Ackerfläche unseres Landes zu verdoppeln. Durch Bodenverbesserungen wird Sumpf und Riedland in fruchtbaren Ackerboden umgewandelt.
Über 100.000 zusätzliche Arbeitskräfte wurden im Jahre 1943 im Anbauwerk eingesetzt. Jede zweite nicht landwirtschaftliche Haushaltung deckt als Kleinpflanzer ihren Kartoffel- und Gemüsebedarf ganz oder teilweise selbst. Wir sind bis heute vor Hungersnot verschont geblieben. Aber der Krieg geht weiter und die Versorgungsschwierigkeiten können selbst über das Kriegsende hinaus andauern. Darum heißt es, zusammenhalten und Disziplin wahren. Unter Bunkerfreunden gibt es eine bestimmte Gruppierung, die als Prepper bezeichnet werden. Es sind Leute, die sich mittels individueller Maßnahmen auf jedwede Art von Katastrophe vorbereitet. Aus der Sicht des Kalten Krieges ist der Schweizer der Prepper schlechthin. Ja, es ist morgen früh und wir haben jetzt eine ganze Nacht hinter uns in dieser Anlage. Ja, wie war es für dich, Lorenz? Ja, ich habe ein wenig schlechter geschlafen als in der anderen Anlage. Weil da war der Gesamtraum ein wenig größer als hier. Und es ist halt, kommt einiges zusammen, auch verarbeitungstechnisch von den vielen Anlagen. Und vermutlich war das ein wenig der Grund. Aber es ist nicht schlecht gewesen. Also, ich habe in anderen Anlagen schon ein bisschen besser geschlafen. Ich habe es ein bisschen gemütlicher gefunden. So, wo wir dann das Öffeli hatten. Aber ich habe hier auch gut geschlafen. Es ist natürlich cool, dass man jetzt aufstehen kann und in der Anlage ist und mehr kochen kann. Und man hat natürlich viel mehr Platz. Zwar nicht in unserem Raum, aber sonst haben wir viel mehr Platz. Ich habe gut geschlafen. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber verblüffend gut. So für die Atmo und so. Man schläft schon gut, finde ich. Wir haben enorme Gastfreundschaft erlebt. Das hat uns schon sehr angerührt, sehr freundlich auch. Und auch die ganze Anlage hier ist mit sehr viel Liebe gemacht. Die haben ja ungeheuerlich viel investiert. 2000 Mannstage wurden insgesamt benötigt, um diese Anlage wieder herzurichten. Und ich habe schon erwähnt, es hat mich echt fasziniert mit diesen Türen. Also echt Wahnsinn. Also es sind alles Einzelanfertigungen und die mussten da die wieder suchen. Die waren ja alle weggerissen. Die mussten die teilweise zersägen und aneinander fügen, dass die Größe einigermaßen stimmt, finde ich unwahrscheinlich. Niemand sieht sie gerne, aber sie sind trotzdem da. Die Rationierungskarten, welche in den kantonalen Kriegswirtschaftsämtern aufgestapelt sind für den Fall, dass eine Versorgungssperre unser Land treffen würde. 1 Kilogramm Reis, 2 Kilogramm Zucker, 1 Kilogramm Teigwaren und 2 Kilo Fettstoffe sind die Reserven, die sie bereits für eine eventuelle kurzfristige Verkaufssperre angelegt haben. Auch der Bund und die Kantone haben für den Fall einer Bedrohung bereits gewisse kriegswirtschaftliche Maßnahmen getroffen. Unser Land verfügt zum Beispiel über einen Hochseefrachtraum von rund 350.000 Bruttoregistertonnen. Diese 30 Schiffe stehen im Notfall dem Kriegstransportamt zur Verfügung, welches damit die Nahrungsmittelbeschaffung aus Übersee organisiert. Selbstverständlich sind schon seit langer Zeit ansehnliche Mengen Lebensmittel, zum Teil in sicheren Unterständen oder in Felsstollen, eingelagert worden. Damit die Verteilung dieser Lebensmittel nicht durch Truppen oder Flüchtlingsbewegungen gestört würden, müsste eine frühzeitige Dezentralisation der Waren erfolgen. Das heißt, sie würden soweit möglich auf die einzelnen Gemeinden verteilt und zum Beispiel in Schulhäusern abgestellt. Auch die Treibstoffreserven liegen zum Teil unter Fels. Um mit diesen Reserven möglichst lange durchhalten zu können, müsste der private Verkehr zugunsten lebenswichtiger Transporte eingeschränkt, notfalls ein allgemeines Fahrverbot dekretiert werden. Falls die Stromversorgung gestört würde, sind für unsere Güterzüge Diesellokomotiven vorgesehen. Um der Bevölkerung trotz unterbrochener Energieversorgung Brot abgeben zu können, sind in manchen Gemeinden heute schon Notstromaggregate vorhanden. Musik.
Bei einer Kriegsmobilmachung wären die Fabriken gezwungen, den Produktionsbetrieb mit Hilfspersonal aufrechtzuerhalten. Außer Arbeitskräften, die in nicht kriegswichtigen Betrieben frei würden, müssten Pensionierte, Halbwüchsige und Frauen einspringen. Für Spitäler, wo die Stromversorgung ohnehin durch Notstromaggregate gesichert werden muss, eignet sich besonders die Möglichkeit des Tiefgefrierens von fertig gekochten Mahlzeiten. Im Falle eines Atomkrieges wäre ein längerer Aufenthalt in Schutzräumen unvermeidlich. Kürzlich durchgeführte Möblierungsversuche in einem Straßentunnel zeigen, wie im Notfall ein solcher längerer Aufenthalt aussehen würde. Eine konzentrierte Schutzraumnahrung in Würfelform, die in warmem oder kaltem Wasser aufgelöst, aber auch trocken gegessen werden kann, wird heute schon vorbereitet. Im Hinblick auf einen Aufenthalt von 14 Tagen im Schutzraum werden neu pro Person als Vorrat empfohlen 1,5 Kilo Knäckebrot, 1,5 Kilo gezuckerte Kondensmilch, 7 Kilo Fertiggerichte sowie Gemüse und Fruchtkonserven und so weiter. Und dazu 28 Liter Mineralwasser oder Fruchtsäfte.